In der düsteren Dämmerung von Alexandrias Horizont schälten sich die Silhouetten einiger Schiffe heraus, die sich mühsam gegen die Wellen des Mittelmeers stemmten. Am Bug eines der Schiffe stand er, Gaius Julius Caesar, Feldherr, Konsul, Eroberer. Die salzige Gischt besprenkelte sein Gesicht, während er den Hafen von Alexandria bedächtig betrachtete. Die Stadt, die als nächstes die ganze Bandbreite seiner Ambitionen und seines Zorns zu spüren bekommen sollte. Menschen in Alexandria wussten nicht, was sie von seiner Ankunft zu halten hatten. War er ein Bote des Friedens oder ein Vorbote des Untergangs? Caesar selbst wusste es auch nicht. In seinem Inneren brodelte ein Chaos aus Triumph und Rache. Eine giftige Mischung, die durch den Verrat am Pompeius noch verstärkt wurde. Als sein Fuß den ägyptischen Boden berührte, fühlte er, wie die unsichtbaren Fäden des Schicksals sich um ihn herum zusammenzogen. Das Omen lag schwer in der Luft, so drückend wie der Geruch von faulem Fisch, welcher vom Hafen her wehte. Caesar sah das Gesicht des Pompeius, oder das, was von ihm übrig war. Man legte ihm den abgeschlagenen Kopf seines ehemaligen Freundes und Rivalen vor die Füße. Ein barbarischer Akt, der in ihm nicht Freude, sondern eine dunkle Vorahnung erweckte. Die nächsten Tage waren ein Sog aus Verhandlungen und Intrigen. Caesar, der sich in die politischen Wirren Ägyptens einmischte, versuchte sich zwischen dem jungen König Ptolemäus und der entmachteten Königin Kleopatra zu positionieren. Doch Alexandria glich einer Stadt auf einem Pulverfass. Und Caesar war der Funke. Die Spannungen entluden sich in offener Gewalt. Roms mächtigster Mann fand sich eingeschlossen in der königlichen Residenz, umzingelt von einer wogenden Masse aus Ägyptern, die nach Blut lechzten. Die Stadt, die einst für ihren Reichtum und ihre Weisheit bekannt war, wurde nun zur Bühne einer brutalen Belagerung, die keine Rücksicht auf das Wissen und die Kultur kannte. Und die Bibliothek von Alexandria, einst ein Leuchtturm des Wissens, der alle Gelehrten der Welt anzog, stand im Zentrum des Sturms. Caesar, der Geist und Klinge gleichermaßen schätzte, empfand einen Stich im Herzen bei dem Gedanken an ihren Verlust. Doch im Krieg, so wusste er, waren solche Verluste unvermeidlich. Als die Kämpfe sich ihrem Höhepunkt näherten, schlug das Feuer seine hungrigen Zungen durch die Hallen des Wissens. Papyrusrollen, die unzählige Geheimnisse bargen, wurden zu Asche. Weise Worte, einmal geflüstert in den stillen Ecken der Bibliothek, wurden nun von Schreien des Entsetzens und des Todes übertönt. Und Caesar? Er stand da, im fahlen Licht der brennenden Bibliothek. Ein Mann, der die Welt erobern sollte, doch dem es nicht gelingen würde, ihre Weisheit zu bewahren. Hey, hallo und willkommen an dem Ort, an dem wir frei und losgelöst über Was-wäre-wenn-Fragen der Geschichte spekulieren, die einem, zumindest uns, manchmal in den Kopf schießen. Heute konnten wir nicht aufhören, über eine der wahrscheinlich größten kulturellen Tragödien der Menschheitsgeschichte nachzudenken. Dem Verlust der Bibliothek von Alexandria. Dieses Zentrum des Wissens aus der Antike hat das Potenzial unserer heutigen Zivilisation geformt, aber gleichzeitig auch begrenzt. Was wäre passiert, wenn sie nie zerstört worden wäre? Wie hätte das unser Verständnis von Wissenschaften, Kultur und Geschichte beeinflusst? Die Möglichkeiten verlieren sich in exponentiellen Faktoren der Spekulation, aber ein paar dieser wollen wir mit euch teilen, während wir in diese faszinierende Alternativgeschichte abtauchen. Im Herzen der blühenden Stadt Alexandria, gegründet von Alexander dem Großen, stand einst die größte Bibliothek der antiken Welt. Gegründet im 3. Jahrhundert vor Christus, war sie mehr als nur ein Speicher für Wissen. Sie war ein Zentrum der Gelehrsamkeit, ein Treffpunkt für die brillantesten Köpfe ihrer Zeit. Von Mathematikern über Dichter und Geschichtsschreiber zog die Bibliothek Gelehrte aus aller Welt an. Doch trotz ihrer Bedeutung konnte sie die Wirren der Zeit nicht überstehen. Die genauen Umstände, die zum Verlust dieses Wissensschatzes führten, sind bis heute umstritten und werden weiterhin diskutiert. Die erste und bekannteste Theorie haben wir euch als einleitende Geschichte erzählt. Ein weiterer möglicher Wendepunkt war das Jahr 391 nach Christus, als Kaiser Theodosius I. ein Edikt erließ, das die Praktiken der heidnischen Religionen verbot. Dies führte zur Zerstörung vieler Tempel und heidnischer Stätten in Alexandria. Könnte die Bibliothek, die eng mit diesen heidnischen Praktiken verbunden war, ein weiteres Opfer dieser christlichen Reformen gewesen sein? Die letzte Theorie dreht sich um die Eroberung Alexandrias durch die muslimischen Streitkräfte im Jahr 642 nach Christus.
Eine umstrittene Überlieferung behauptet, dass der Kalif Umar befohlen habe, alles, was im Widerspruch zum Koran stand, zu zerstören. Diese Geschichte wird jedoch von vielen Historikern angezweifelt und oft als Legende abgetan. War es also ein langsamer Niedergang oder ein plötzliches Ende? Die genaue Antwort auf diese Frage bleibt bis heute ein weiterhin diskutiertes Rätsel, aber zeigt uns eindeutig, wie wichtig der fortlaufende Diskurs der Wissenschaften von Geschichte und Archäologie ist. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Bibliothek von Alexandria bis zu 700.000 Papyrusrollen aus verschiedensten Disziplinen vorlagen. Es gab auch den Berufsstand der Geschichtsschreiber, welche sich darauf verstanden, die Geschichte und Kultur aus verschiedenen Regionen zusammenzutragen und zu dokumentieren. Die Schriften von Philosophen wie Aristoteles, welcher ein Lehrer von Alexander dem Großen gewesen war, befanden sich ebenfalls in der Bibliothek. In der Stadt selbst hatten sich auch die Handwerker in verschiedenen Berufsstände unterteilt, organisiert und ihr Wissen in der Bibliothek zusammengetragen, aber auch gleichermaßen davon profitiert. Der Bau des Leuchtturms von Alexandria war nur aufgrund dieser Kombination aus Facharbeitern, Wissenschaftlern und aber auch den Informationen aus der Bibliothek möglich. Es handelte sich um einen 140 Meter hohen Turm, dessen Bau 299 v. Chr. Begann und nach etwas über 20 Jahren Konstruktionszeit schon abgeschlossen war. Ein für die damalige Zeit wirklich unglaubliches Projekt. Die mathematischen Grundlagen dafür finden bis heute Anwendung, da sich die Teile der Geometrie und Mathematik nicht verändern, sondern nur weiterentwickeln. Die Schriften des Euklid von Alexandria, einem griechischen Mathematiker, gelten bis heute als Grundlage der Geometrie. In seinem Hauptwerk der Stochäa systematisierte er das mathematische Wissen seiner Zeit. Eratosthenes, der ungefähr 194 v. Chr. In Alexandria starb, stellte eine Berechnung zum Umfang der Erde an, welche mit heutigen Mitteln nachberechnet nur ca. 1% vom tatsächlichen Umfang der Erde abweicht. Des Weiteren weiß man, dass in der Bibliothek ebenfalls medizinische Studien zu Menschen stattfanden. Eudemos von Alexandria war ein griechischer Arzt und bedeutender Anatom des 3. Jahrhunderts vor Christus. Er gehörte mit anderen Vertretern seiner Zeit zu einer von Ptolemäus dem I. gestifteten Anatomieschule in Alexandria. Von seinen Schriften sind nur Fragmente überliefert worden, aber diese Fragmente behandeln unter anderem die Bauchspeicheldrüse, die Gefäße beim Embryo, Knochen und verschiedene Terminologien. Etwas, das so in der Art in der Renaissance erst wieder geschehen sollte. Jetzt begeben wir uns in das Reich der Alternativgeschichte. Stellt euch eine Welt vor, in der die Bibliothek von Alexandria nie zerstört wurde. Wie hätte dies den Lauf der menschlichen Geschichte beeinflusst? Durch das weitere Sammeln und Teilen von Wissen könnte sie die dunklen Zeiten erhellt haben, die Europa nach dem Fall des Römischen Reichs erfassten. Vielleicht hätte eine kontinuierliche Verbindung zum Wissen der Antike zu einem frühen Beginn der Renaissance geführt, einer Epoche, die sich durch ein noch tieferes Verständnis der klassischen Werke auszeichnete. Die Werke von Aristoteles, Platon, Hippokrates und vielen anderen wären in ihrer vollständigen Form erhalten geblieben. Wie würden diese ununterbrochenen Wissensströme die Entwicklung der Medizin, der Naturwissenschaften, der Philosophie und anderen Disziplinen beeinflusst haben? Wir dürften wahrscheinlich von bahnbrechenden Fortschritten in der Medizin und Technik ausgehen. Und zwar viel früher als in unserer Zeitgeschichte. Auch von tiefgreifenden Auswirkungen auf die Kultur und Kunst dürfen wir ausgehen. Die Bibliothek hätte als ein Schmelztiegel der Kulturen gedient. Ein Ort, an dem sich Ideen aus der ganzen bekannten Welt trafen und vermischten. Dies hätte eine neue Ära der kulturellen Blüte und des Austauschs einleiten können. Auch hätte sie als Zentrum der globalen Vernetzung dienen können. In einer Zeit, in der Reisen und Kommunikation begrenzt waren, hätte das weitreichende Auswirkungen auf die internationale Diplomatie und das Verständnis zwischen verschiedenen Völkern gehabt. Vielleicht wären sogar frühe Formen internationaler Organisationen möglich gewesen, inspiriert vom Geist der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs der Bibliothek. Betrachten wir, wie der Erhalt des Wissens der Bibliothek von Alexandria einige Schlüsselaspekte der Weltgeschichte beeinflusst haben könnte. In unserer alternativen Geschichte hätten sich die Kriegstechnologien durch das Erbe der Bibliothek von Alexandria im Laufe der Zeit schneller weiterentwickelt. Die Nationen verfügen dann über fortgeschrittene Belagerungsmaschinen und Taktiken. Die Kriege wären dadurch kürzer, aber intensiver und führen dadurch vielleicht zu einem früheren und stabileren Frieden, da beide Seiten die verheerenden Auswirkungen der neuen Technologien erkennen und sich auf Diplomatie statt auf langwierige Kriege konzentrieren. Im frühen 16. Jahrhundert, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte, wären die theologischen Diskurse durch das Bewusstsein der Bibliothek von Alexandria geprägt,
Anstelle einer spaltenden Reformation gäbe es eventuell einen offenen Dialog zwischen verschiedenen christlichen Strömungen und anderen Weltreligionen. Dies führt zu einer frühen Form des Christentums, die den religiösen Pluralismus und die Toleranz betont. Zu der Zeit Karls des Großen, also einer kurzen Blütezeit der Bildung und Kultur, erlebt Europa ein dauerhaftes Zeitalter des Wissens. Karls Hof würde zu einem globalen Zentrum des intellektuellen Austauschs werden, in der Gelehrte aus aller Welt zusammenkommen. Dies führt zu einem frühen und dauerhaften Ende des sogenannten dunklen Mittelalters und legt den Grundstein für eine kontinuierliche kulturelle und wissenschaftliche Entwicklung in Europa. Diese alternativen Geschichten zeigen, wie der Erhalt und die kontinuierliche Pflege des Wissens der Bibliothek von Alexandria die Weltgeschichte in verschiedenen Epochen und Bereichen grundlegend hätte verändern können. Selbst in einer Welt, in der die Bibliothek von Alexandria nur noch in der Geschichte existiert, lebt ihr Erbe fort, ihr Geist inspiriert uns weiterhin, die Grenzen des Wissens zu erweitern und die Bedeutung des kulturellen Austauschs zu würdigen. In einer alternativen Zeitlinie, in der die Bibliothek überlebt hätte, könnte dieses Erbe noch stärker und direkter in unserem modernen Leben spürbar sein. Möglicherweise als ein Vorreiter in der Entwicklung moderner Bildungssysteme und Forschungseinrichtungen. Ihr fortgesetzter Einfluss hätte zu einer Welt geführt, in der Wissen und Bildung noch höher geschätzt werden und wo der Zugang zu Informationen als ein grundlegendes Menschenrecht angesehen wird. Eine moderne Gesellschaft, die auf diesen Prinzipien aufbaut, ein global vernetztes Gemeinwesen, das von einem tiefen Respekt für Wissen, kulturelle Vielfalt und intellektuellen Austausch und Neugier geprägt ist. Was denkt ihr über die Bibliothek von Alexandria und ihre Auswirkungen auf unsere Geschichte und Kultur? Welche anderen historischen Ereignisse oder Orte würdet ihr gerne in einer alternativen Geschichte erforscht sehen? Teilt eure Gedanken und Ideen in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du uns auf dieser kleinen Reise in die Vergangenheit und in die Welt der alternativen Geschichte begleitet hast. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, falls es dir gefallen hat, um keine unserer zukünftigen Geschichtsabenteuer zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder fragen: Was wäre wenn?